Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Jo, wir möchten heute, ja, diesen Salan, nein, wie hieß der? Diesen Paladin-Typi da finden. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich glaube allerdings, dass es die verkehrte Richtung ist. Ich glaube, da ging's. Ja, wer den Einserteil kennt, weiß, wo das Sumpflager ist. Ich glaube, dort in der Nähe ist er irgendwo. Alter, und die Klaue, die macht schon wieder Humbug. Ja, ne, und so. Warum will der jetzt immer Magie? Ich brauche doch keine Magie. Da. Kommt her, ihr blöden Wargs. Da drüben sind noch ein paar Kriegerleins. Okay. Alter. Jetzt habe ich mich vom Blitz erschrocken. Ja, schön. Mit dem habe ich jetzt nämlich nicht gerechnet. Katschanga. Jawohl. Passt. Erledigt. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin fleißig probieren, Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich weiß, es ist langweilig. Tut mir leid, ich würde gerne einen Drachen sehen. Aber das, also die guten Teile, typisch Dinger, müssen noch ein bisschen auf uns warten, weil ja, ich bin noch ein schwächlicher Held und umso stärker wir werden, umso leichter tun wir uns gegen die Drachen. Wobei ich eh der Meinung bin, dass sie mich da gnadenlos verjausnen werden. An welcher Seite kommst? Okay. Mit ein bisschen Glück stirbt der zuerst. Nö. Oder? Katschanka, komm. Und stirb weg. Jawohl. Und jetzt du, die Zipfelklatscher. Komm her, Mistviech. Oder besser gesagt, Mistkerl, ne? Ah, ja. Katschanka. Weg ist er. Haha, ha, muhaha. Sehr schön. Fein, fein, fein. Fein, fein, Orkilein. Da drüben ist noch ein Wag. Mit dem bisschen Leben, das wir haben, müssten wir den noch besiegen können. Ist da hinten ein Schattenläufer? Ich glaube, der lebt sogar noch. Mehr, ja, brav. Pack mich. So. Dann trinken wir wieder was. So, die schwachen Tränkeleins haben jetzt auch bald weg. Da werden wir gleich noch ein paar Schwammerler essen. So. Runter damit. Hervorragend. So, da. Schmatzi, 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 schmatz. Njam. Gut. Schattenläufer, wissen wir, sind kein Problem mehr für uns. Nee, nee, die klatschen wir schon weg. Ich muss nur darauf achten, dass hier nicht zufällig noch irgendwo ein Orkilein daheim ist. Du bist doch ein Schattenläufer, oder? Wop. Jupp. Katschanga, komm her. Und aus die Maus. So, passt. Wow, der hat viel gutes Zeug für uns. Sehr schön. Wargelein da drüben haben wir erledigt. Das da ist, glaube ich, ein Baumstumpf. Orks sind geplättet. Passt. Haben wir das Aufgabengebiet erledigt. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie es jetzt mit uns weitergeht. Drachensnapper. Alter, und ich renne da einfach mal so sorglos herum, ne? Bäh. Ich weiß nicht, ob wir gegen einen Drachensnapper bestehen, ich habe keine Ahnung. Es wäre natürlich schön, weil diese Biester geben 400 Erfahrungspunkte. Aber ich fürchte, das Viech verjauset uns, bevor die Klaue Belia da überhaupt Schaden anrichten kann. Ich versuche es einfach mal. Aber ich fürchte Schlimmes. Schlimmes, Böses, nichts Gutes. Komm her, Sauviech. Katschanga. Komm. Ja, ja. Oh, oder? Oh, geilo! Unser erster Drachensnapper erledigt. Aber das kostet halt schon. Yay! Das kostet echt viel. Da wird es einem ja gleich ganz anders.
Haben wir was? Mittlere Wunden heilen? Ja, die brauche ich mal. Ah, ja. Da ist es halt echt schade, dass es da keine günstige Rune für uns gibt, ne? Also so wie das Licht halt, ne? Genauso, dass man keinen Kreis braucht, dass das quasi jeder Trottel verwenden kann, ne? Aber die beiden traue ich mich jetzt nicht anzugreifen. Boah, ich hoffe, ich pull den nicht. Und? Boah, Glück gehabt. Da sind mir die Orkis da unten nämlich lieber. Ja. Wow, das hat super hingehauen. Und Katschanga. Wo ist der andere Trottel? Trottel. Trottel? Ah, da unten. Komm her. Ja, komm. Ach, Idiot. Machen wir es halt so. Und Katschinkatschang. Jawohl. Nochmal Katschinkatschang. Katschanga. Katschanga. Ja, Katschanga. Katschanga. Au, au. Wer hat hier eine Waffe gezogen? Ist hier niemand mehr da? Können wir den jetzt... Ja, wir können ihn noch looten. Das ist schön. Deine Waffe auch? Oh yeah. Hervorragend. So. Gleich mal ausgeraubt alles. Sehr schön. Wir haben auch gleich da nach hinten ein bisschen glubschen. Ob es hier noch Gegner für uns gibt. Schau, was haben wir da? Einen Felderknöterichter. Der Felderknöterichter. Ja, ja. Aha. Und hier ein Inquisitor. Ah ja. Ei, da ist eine Elite. Boah, das sind Drachensnapper. Ja, wenn wir die Drachen schon töten können, zumindest den ersten oder die ersten, werden wir noch mit diesen Biestern Spaß haben, weil die werden wir auch alle umklatschen. Ob es uns gefällt oder nicht. Okay. Trottel. Hallo? Alter, das wird so ein Blindfisch, ne? Blindfischi, Kuckuck. Idiot. Bist du bescheuert, oder was? Ich treff nix. Jetzt ab. Katschanga, Katschanga. Und Katschanga. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Ah, da freut sich unser Heldenherz. Wo ist die Waffe hin? Waffe? Boah, ich traue mich da nicht so weit rüber. Ja, die Waffe ist futsch. Oh. Die Waffe ist futsch. Den einen Drachensnapper könnten wir aber noch besiegen. Theoretisch. Mit Glück. So, der fünfte. Tada. Jetzt denkst du, wir heilen uns mit der Heilung nicht einmal mehr gescheit hoch, ne? Das ist ja eigentlich, ist das übel. So, das heißt, wir gehen wieder was essen. Jausnen, tralala, lecker, schmecker, schmatz. Jausnen, tralala, ins Bauch hinein. Yeah! So, dann tun wir speichern. Wie immer, speichern. So, Snappy, komm her. Komm her, Schnappi. Kleines Krokodil. Da drüben sind ja noch mehr von, da drüben sind ja noch mehr von diesen Sauviechern. Alter Schwede, das ist alles voll. Hm. Was ist da? Liegt da was? Ich glaube nicht. Ich glaube, da tut's ver... Boah, wie schnell der schwimmen kann. Habt's gesehen? Wie ein Krokodil. Alter. Ja, Katschanga. Und Katschanga. Jawoll. Ah. Muah. Geilo. Schön. Läuft. Ist da hinten einer oder sind da hinten mehr von diesen Drachenschnappis? Oh, yes. Da ist ein Ork. Das ist scheiße. Das ist eine blöde Kombi. Ein Ork-Elite mit einem Drachensnapper. Au, mehrere. Autsch. Ich habe keinen Feuersturm mehr. Yay, da muss ich mir einen kaufen. Die lasse ich mal über. Das ist mir eine Nummer zu
Ja, zu drachig. Das heißt, ich werde da mal schauen, was Magierlein so anbieten. Werde dann Feuerstürmchen, also Feuerregen, so heißt es, Feuerregen kaufen und die dann einfach wegbrennen. Hoffen wir es halt, dass es so funktioniert. Es würde mich freuen. Dann schauen wir mal in die Richtung weiter. Ja, ich weiß, wie immer, es ist langweilig gerade eben. Ich weiß, es tut mir leid für euch, aber ihr kennt mich ja, ich habe die Hose gestrichen voll. Ha, ja, ich riech's schon. Nein, Spaß. Aber was die Drachen betrifft, man muss sich halt schon ein bisschen vorbereiten. Und ich glaube nicht, das haben wir Level 30. 32. Ich weiß nicht, ob man da einen Blumentopf gewinnen. Wir kriegen höchstens einen nachgeschmissen. Direkt voll auf die Birne. Ist das jetzt eine Elite oder sind das jetzt zwei? Das schaut mir verdächtig nach zwei aus. Nein? Nein, ist einer. Komm her, du Trottel. Boah. Den Krieger da hinten kannst du behalten. Katschanga blocken. Jawohl. Und Blitzel. Komm. Blitzel. Katschanga. Na komm, Katschanga. Au, au, au. Jetzt mach mal Blitz. Komm. Mach Blitz. Jawohl. Zweimal hintereinander. Ein drittes Mal vielleicht noch. Jawohl. Sehr schön. 450 Erfahrungspunkte mehr. Hurra! Das ist ein Fest der Freude. Wir haben so viel Grund zum Essen. Es ist ein Wahnsinn. Ich esse auch mal ein paar Weidenbeeren, dass er nicht nur Pilze essen muss. Nicht, dass er irgendwann Verdauungsprobleme kriegt, ne? Dann brauchen wir vielleicht gar keinen Sprint mehr, sondern er braucht nur einmal ordentlich andrücken und wir sind schon, weiß ich nicht. Ja. Ne? Kann ja sein. So, da haben wir zwei Krieger. Wir haben ihn gefunden! Den Paladin! Kommt her, ihr zwei Deppen. Da liegt er, die arme Sau, hin, ne? Oder hat sich totgestellt? Was ich nicht glaube. Komm, Katschanga. Wow, jawohl. Perfektes Katschanga. Nochmal Katschanga. Jawohl. Nochmal perfektes Katschanga. Ja, wir haben das Paladin-Bubi gefunden. Dann war es doch richtig, was ich zuerst gedacht habe. Sengrad hieß der Kerl, genau. Wow. Jetzt sag mal, was hast denn du denn da alles? Okay, die Windfaust kannst du. Ja, das ist. Aber. Wow. Seine Armbrust hat er wiederbekommen, aber dann ist er halt von den Orks. Ja, geplättet worden. Trottel, echt. Ach so, warte mal, sollten wir ihm nicht den Ring oder so oder die Armbrust zurückbringen, dem Kerl da, ne, in der Burg und so? Alter, da ist viel, ne? Yeah. Yeah. Ist halt auch ein kleiner Jackpot gerade gewesen. Sehr fein. Wie schaut es eigentlich weiterhin da drüben aus, bevor wir in die Burg zurückkehren? Gibt es hier noch irgendwas Rentables für uns zum Umschnetzeln? Eins. Drei Krieger? Sehe ich das richtig? Vier. Dahin krebst auch noch ein Elite rum. Pfui. Die könnte man sonst auch aufbehalten für den Drachen, wenn wir darüber hatschen. Aber was wir haben, haben wir, oder? Ja, es sind schon viele. Meh. Was tun? Was tun? Mal speichern. Das habe ich überhaupt mal irgendwie. Ich hoffe. So, da drüben ist ja sauber. Streng gesehen. Wow. Schikumen. Schikumen. Schikumin. Jei. Au. Ja, weil es leckt, ne? Boah, Elite. Boah, Krieger. Gesterb, deppert Elite. Gesterb, Elite. Nicht den Krieger. Die Elite soll sterben. Ja, perfekt. Und du auch, Krieger. Gesterben. Stirb. Alter, du Sau. Jawohl. Der eine ist hin. Ich habe ihn doch geblockt, du Arschloch.
Ich hab geblockt. Wow. Alter. Das war gerade eine Leistung. Zwar am Frecken, aber... Leute, das haben wir super gemacht. Boah, ich bin jetzt echt stolz auf uns. Das ist mir jetzt glatt ein Bord in die Burg wert. Nein, das liegt nicht daran, dass ich jetzt am Krepieren bin. Eigentlich, nein, nein, nein. Das schaut nur so aus, ihr Lieben. Ja, ja, ja. So, Katschang. Boah, das war jetzt echt schön. Klaue? Das waren immerhin ein Elite und zwei Krieger. Wie, das war knapp. So ein Blödsinn. Das war berechnet, war das. Ja, ja. Ich wollte es ja für euch spannend machen. Mhm. Wie, ich rede euch das nur so vor. Nee, nee, das ist wirklich so. So. Bis zum nächsten Wangpen. Oh, perfekt. Und wir sind fit wie ein Turnschüchen. Ja, so ist gut. Genauso wie du sagst. Ja. Siehst du gerade, der hat bemerkt, dass wir fit wie ein Turnschuh sind. So, das wird dem Kerl damit aber nicht gefallen, dass sein Kumpel kaputt ist. Uta. Arme Sau, hat er einen seiner besten Freunde verloren. Hey. Ja, ne. Schlechte Nachrichten. Ich habe Zengrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist seine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Mm. Verdammter Narre, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Ah, jetzt hier nicht so schwarz. Wir sind ja schon gut unterwegs. Schau mal da vorne. Schau mal. Krebs da noch irgendwo ein Ork rum? Nein, wir haben die Burg rundherum ja schon gesäubert. Meine Güte, der nennt sich da also Typi mit dem Falkenblick oder so, ne? Oder Adlerblick, ist mir wurscht. Irgendwie sowas. Ah, hopp. Juhu. Passt, schön und gut. Gut, was stellen wir an als nächstes? Wir sind ja wirklich nicht so schlecht unterwegs, aus meiner Sicht. Wir könnten es tatsächlich wagen, uns vielleicht schon dem ersten Drachen zu stellen. Aber das mache ich nicht alleine. Da werde ich nämlich Biff dazu holen ins Team. Aber ich glaube erst, wenn die Leibwächter, sage ich mal, des Drachen getötet sind. Gut. Ja, wo gehen wir denn am besten hin? Der leichteste Drache von allen Vieren ist der Sumpfdrache. Jo. Um den Sumpfdrachen zu, sag ich mal, zu besuchen, ja, müssen wir, ja, wer noch dann, also wer das den Einzelteil kennt, wir müssen jetzt von der Burg hier Richtung neues Lager. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dorthin kommt. Aber wer sich an Kavalon erinnern kann, den Typi, der Punkt Nummer 1, wir als ersten Bekannten, nein, falsch, als zweiten Bekannten von dieser, vom ersten Teil wieder gefunden haben, der noch obendrein ein Mitglied des Ring des Wassers ist und ein sehr netter Kerl, und da liegt eine Ork-Axt, der hatte dort sein Zuhause, damals noch, als das Ganze hier ein Gefängnis war. Ja, ein Gefängnis. Da fragt man sich glatt, ob so etwas in der heutigen Zeit nicht auch noch möglich wäre. Dass man sagt, gut, all die Schwerverbrecher, wirklich bösen Buben und Mädchen, die wirklich nichts Gescheites in der Birne haben, außer Unfug und Bösartigkeiten, ob man die nicht auch auf so eine Art Insel steckt, rundherum randvoll mit Haien, dass sie nicht weg können. Und ja, dass sie da quasi dann drauf leben. Ich meine, Ackerbau oder so hat schon manchen überheblichen oder auch, Alter, oder auch fiesen Kerl, ja, zur Vernunft gebracht. Da man auf einmal das Leben zum Schätzen gelernt hat, weil man
ja, aus einem kleinen Samenkörnchen dann später eine hübsche große Pflanze gezüchtet hat. Und vor lauter Stolz auf sein Tun, ja, hat dann der böse Kerl dann angefangen, gut zu werden. Könnte eine neue Art Therapie sein. Oder eine alte in dem Fall. So, Sumpfgebiet. Hier waren wir schon mal. Vor, ja, einiger Zeit. Auch hier im Zweierteil waren wir hier schon. Denn wir haben, hoppala, wir haben Infos über die Schürfstelle. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Wir haben Infos über die Schürfstellen da gesammelt. Und jetzt habe ich mich erschrocken, weil ich dachte, die zwei Kerle da, ne? Ach ja. So. Würde ich sagen, wir werden dann im nächsten Part mit den beiden hier plauschen. Rot! Nee. Und? Seifer! Ja, schau, die zwei Bubis, ne? Flotte Rüstungen habt ihr, ich will auch so eine haben. Wird alles noch kommen, wird alles noch werden, ist versprochen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden den Part. Ich schaue nochmal auf die Uhr. Jupp, können wir stehen lassen. Dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Teil weiter mit den zwei Herren hier. Vielleicht helfen sie uns ja im Sumpf, der, Moment, sich da in diese Richtung da so erstreckt hat. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!